Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, wie immer, lasst uns heute auch mal gemeinsam reinschauen. Was ist hier los bei deinem König oder bei deiner Königin, beziehungsweise auch natürlich bei dir? Bedenkt bitte, meine Lieben, es ist eine allgemeine Legung, die kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Und ich habe es jetzt schon des Öfteren erwähnt, wir haben alle eine eigene Intuition, der wir folgen können, und wir haben alle einen eigenen freien Willen, um gewisse Entscheidungen in unserem Leben auch treffen zu können. Und das Gleiche gilt eben hier auch auf deinen König, auf deine Königin. Ja? Also ganz salopp gesagt, wenn dir das alles auf den Sack geht mit diesen Typen oder mit dieser Kirsche, kannst du dich immer noch dafür entscheiden, es einfach sein zu lassen. Ne? Es ist einfacher gesagt als getan, ne? Es einfach sein zu lassen. Aber ich wollte jetzt einfach nur kurz erklären, wie ich das gemeint habe mit, ja, egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir legen einfach mal los. Lasst uns mal schauen, was hat denn hier dein König, deine Königin für eine Message heute for you? Jesus, wie sieht's aus? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Die erste Karte ist gefallen. Und die versuche ich hier mal noch ein bisschen zu ordnen. Wir haben die Sackgasse. Okay. Hier muss jemand irgendwie gerade neue Wege gehen. Hier steht jemand auch gerade an einem Wendepunkt. Vielleicht weißt du davon nichts oder du weißt davon schon. Ja, also für all die, die sich fragen und damit in Resonanz sind, was macht denn der Typ, was macht denn die Kirsche da gerade im Background? Ne? Und hier ist jemand gestresst, zerstreut, genervt. Aber das hat auch hier in dieser Legung wieder nichts mit dir zu tun. Hier merkt jemand, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass er Entscheidungen treffen muss. Deswegen bin ich auch gerade schon intuitiv an diesem Thema Entscheidungen stecken geblieben. Ne? Habt ihr gerade gemerkt, irgendwie wollte ich es euch heute noch ein bisschen näher bringen. Weißt du, wir haben alle einen eigenen freien Willen und wir können halt auch selbst entscheiden, was wir wollen, was wir nicht wollen, weißt du? Also du musst jetzt nicht zwingend meinen Legungen hier folgen. Sieh das Ganze eben als vielleicht auch ein bisschen als Inspiration an. Vielleicht auch als eine Sache, dass ich dir irgendwas Unbewusstes auch hochholen könnte oder dir vielleicht auch eine gewisse Erklärung bieten könnte, wo du das Gefühl hast, ja, das könnte wirklich stimmen. Ja, ob das dann im Endeffekt wirklich so eintritt, das wirst du im Laufe der Zeit sehen. Ja, und hier ist es so, dass jemand so ein bisschen auf Sinnsuche ist und du sollst ihn hier einfach mal in Ruhe lassen. Hier kommt jemand gerade noch nicht, ja, hier merkt halt jemand, dass man mega gestresst ist, genervt ist. Es hat aber nichts mit dir zu tun. Gut, das ist jetzt einfach mal so eine objektive, unromantische Message an dich. Ne? Aber ich denke, ich kann dich vielleicht erst mal ein bisschen damit beruhigen, dass ich sagen kann, das hat hier nichts mit dir zu tun. Das war ja wie in der Einlegung, als ich gelegt hatte, jemand liebt dich und jemand hat dich sowieso im Herzen und hat aber Beef, Stress im Außen. Und hier ist es irgendwie so, hier weiß jemand nicht so richtig, wie man Ordnung ins Chaos schaffen kann. Und du bist sozusagen aus dieser Legung hier raus. Okay, aber was schickt denn er dir hier für einen Engel? Weil wir wollen ja schon mal wissen, was ist denn dann jetzt hier auf der Emotions-Ebene so ein bisschen los bei dem oder bei der? Ne? Weil das ja jetzt doch hier sehr schwere Energien sind. Ja? Was schickt denn er dir hier für einen Engel? Oh, gib deiner Partnerschaft eine Chance.
Arbeite an deiner Partnerschaft. Nee, gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Also hier gibt es zwei Szenarien. Den Engel, den er dir schickt, ist einfach, gib uns hier eine Chance, auch wenn das gerade hier so kacke läuft und ich eigentlich nur meine Ruhe brauche. Ja? Gib mir eine Chance, kriege ich auch so rein, als ob er hier irgendwie das Gefühl hat. Weißt du, es ist ja so, hier ist jemand gestresst, aggressiv und so weiter. Kannst jetzt aktuell mit ihm oder mit ihr nicht wirklich einen Krieg gewinnen. Und dann schickt er hier diese Karte, wo ich frage, na, was ist denn hier jetzt aber in der Liebe los? Ne? Und dann heißt es, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft. Also ist es ja so ein Gefühl von, ich habe zwei Szenarien. Eins ist so, weil der so gestresst ist und genervt, ist es ein Gefühl von, wenn du noch vergeben bist, ja, gib der anderen Kirsche oder gib den anderen Typen eine Chance, aber nerv mich jetzt nicht. So kriege ich das irgendwie rein, ne? War schon ein bisschen kleines Arschloch hier. Die Märchenlegung ist jetzt hier natürlich, dass jemand sagt, trotz dass ich genervt und gestresst bin, hoffe ich, dass du uns hier weiterhin eine Chance gibst. Das wäre natürlich jetzt die schöne Seite der Medaille. Da will ich jetzt mal darauf blicken und schauen, welches Szenario hier denn besser passen könnte. Will dich jemand abriegeln? Oder weiß jemand, dass man gerade emotional nicht so stabil ist? Aber insgeheim hofft hier jemand, dass das hier gut ausgeht. Lass uns mal schauen. Gib mir mal bitte noch eine Message. Sieben der Erde. Nee, mein Engel, du hast hier. Also das ist auch eine Sache, die hier letztendlich positiv für dich sein wird. Ne? Ich bin gerade energetisch schon da so reingekippt, dass ich das Gefühl habe, dass da Zweifel tatsächlich hochkommen könnten, weil man sich denkt, na, liegt das jetzt wirklich auch an mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder, ne, ist ja klar. Ich meine, der kann dir ja auch mal sagen, was Phase ist. Das ist ja meistens das. Manche sagen ja gar nicht, was Phase ist. Dann machen die das mit sich aus, sind gestresst, genervt und klar denkst du dann irgendwann so, na, hat der jetzt vielleicht eine andere? Hat sie jetzt eine andere? Plötzlich keine Zeit mehr? Plötzlich weniger Nachrichten, die geschrieben werden? Weiß ich nicht. Plötzlich keine Kuss-Smileys mehr, Herz-Smileys und so, weißt du? Und du merkst, da zieht sich irgendwie zurück. Und jetzt mal Bindungsangst und Verlustangst mal ganz komplett weg. Es ist ganz normal, dass du dann Angst bekommst. Naja, dass du halt irgendwie dir so denkst, na, du merkst doch, dass was nicht stimmt, oder? Du merkst doch dann einfach, dass was nicht stimmt. Und natürlich könnte man jetzt wieder sagen, wenn man jetzt so total geil in seinen Selbstwert wäre, na, mit mir hat das doch nichts zu tun, ne? Nein, mir doch nicht. Na klar, kommst du dann dahin und denkst dir ja, so und wieso kommst du dann auch dahin zu diesem Gefühl von, ja, warum geht der jetzt? Warum distanziert er sich jetzt? Warum wird es jetzt immer weniger? Klar, kriegst du da irgendwo so ein bisschen das Gefühl, der entgleitet mir. Und das Schlimme dabei ist aber, dass er oder sie es nicht hinbekommt, hier scheinbar, um dir offenkundig zu erzählen, pass auf, so und so sieht es bei mir aus. Ich bin aktuell gestresst, aggressiv, launisch und ich stehe hier irgendwie an einem Wendepunkt und muss erstmal Ordnung schaffen. Kommunikation ist alles. Dann würde dieser ganze Scheiß in dir ja gar nicht entstehen. So, aber du schaust heute das Video von der Königin, der Kelche. Und hier kann ich dir sagen, es hat wirklich nichts mit dir zu tun,
auch wenn er oder sie eher schweigsam ist, du hast hier Dinge getan in dieser Verbindung, was auf lange Sicht wirklich da vollstens danach aussieht, dass das immer, immer intensiver wird in eurer Verbindung. Aber aktuell sind hier irgendwelche Herausforderungen, die er oder sie hier angehen muss. Und dann kann ich dir sagen, hier hofft man trotzdem. Also es ist so, als würde er hier so, das ist so, was ich hier so irgendwie reinbekomme von, ich kann dir jetzt gerade nicht erzählen, was bei mir los ist. Jemand kann dir das gerade nicht sagen, mit was man hier strauchelt, warum auch immer. Und trotzdem schickt er dir den Engel von, gib mir trotzdem die Chance, dass das hier zwischen uns klappt. Aber aktuell sollst du ihn einfach in Ruhe lassen und verständnisvoll sein. Ja, jetzt wisst ihr es, ne? Was ist denn bei dir so, Losi? Was darf ich dir denn hier für eine Karte schicken? Was darf ich? Oh, drei Karten, mein Hase. Was machst du? Ach, schön. Oh mein Gott, ja, hier haben wir es. Ne? Wir haben erstmal die Zehen des Feuers. Wir kommen jetzt schon wieder in so eine Energie rein von. Jetzt fühle ich mich aber selbst ein bisschen überfordert mit der Situation, obwohl ich ja an sich ja schon so Wuser bin. Ne? Das hatten wir ja schon in den letzten Legungen auch gestern, die du geile Sau. Ne? Du weißt jetzt, was du willst, du weißt, was du nicht willst. Aber hier kommt es kommt eine Herausforderung, wo du dann so merkst, ich weiß schon. Ich weiß schon, dass ich eine geile Sau bin, aber irgendwie falle ich hier gerade. Ja, also irgendwie geht das hier so gerade ein bisschen runti. Aber mein Engelchen, ich kann dir sagen, du bist hier immer noch die Herrscherin. Oder eben der Herrscher in dem Sinne. Aber hier ist es so, dass ich habe hier den König des Feuers. Der fokussiert dich auch permanent, aber aktuell nimmt er so ein bisschen den Fokus weg. Ne? Könntest du dann gar nicht mehr so richtig gewohnt sein? Na, hier entzieht man dir ja etwas, aber das hat nichts mit dir zu tun, weil am Ende bist du hier einfach die Traumfrau oder der Traummann. Das geht in Resonanz mit den letzten Legungen, die ich gemacht habe, wo du auch hier in dieser Legung in seinem, ihrem Herzen bist. Da findet kein anderer einen Platz, weil du irgendetwas getan hast, ne? Gut gesäte Samen, was da kommt keine andere Frau oder kein anderer Mann ran. Und es wäre ein schmerzlicher Verlust, wenn dieser Typ dich nicht mehr in seinem Leben hätte. Ja? Und deswegen weiß man schon wieder, was man irgendwo für Scheiße gerade baut, indem man nicht mit dir spricht, dich nicht an seinem, ihrem Leben dran teilhaben lässt, du alles so ein bisschen hintenrum macht. Er weiß das einfach. Vielleicht hast du es ihm auch schon kommuniziert und gesagt, du pass mal auf. Erst ist immer alles schön und dann verpisst du dich hier irgendwie. Und damit kannst du nichts anfangen und dann versuchst du an dir zu arbeiten. Wie kann ich diese Phasen, diese Herausforderungsphasen, diese Instabilität dieses Mannes, wie kann ich da stabil bleiben? Ne? Das ist dann wie, dass du zum Auge des Hurricanes wirst. Ne? Drumherum tobt's, also der Typ tobt schon wieder und du musst hier voll in dein Om sein. Ja. Der Witz an der Sache ist, es ist wirklich so, es stellt sich nicht die Frage, wie du immer in dein Om sein kannst, sondern wie du es schaffst, immer wieder in dein Om zurückzukommen. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Und ich finde, auch hier in dieser Legung bist du wieder auf einem tollen Weg, aber du darfst spüren, dass dieses Gefühl der inneren Stabilität aber auch mal kippen kann. Das heißt, wir reagieren alle irgendwann mal neurotisch auf gewisse Dinge. Wir sind nicht immer hier straight und
alles ist schickimicki. Also die Angst kann ich dir nehmen. Und das ist das, was ich hier, ich labere mir schon wieder eine Pfütze auf die Zunge, aber was ich dir hier versuche zu erklären. Bleibe, nee, schau, wie du wieder in dein, zu dir zurückfindest. Und lass ihn mal um dich drum herum toben. Schalt das mal aus. Ja, schalt das mal aus, so diese Grübeleien und warum entzieht er mir das jetzt, ja? Und was kann ich tun, um innere Ruhe für mich zu finden und halt daran zu glauben, wenn die Zeit dran ist, wird er es ja schon sagen oder du fragst halt auch einfach mal nach, ne? Fies wäre es dann nur, wenn er dir wirklich keine Antwort gibt. Ja, und da solltest du halt den Fokus mehr auf dich wahrscheinlich hier lenken. Ne? Kannst ja dann später auch mal sagen, du Schätzelein, pass mal auf, ist ja alles gut und schön, wenn du hier Stress hast und gerade an einem Wendepunkt stehst. Ich würde dir sogar auch helfen dabei, ne? Wäre auch kein Thema, aber ich will mich nicht aufdrängeln hier. Es wäre nur nett, weil ich habe halt auch ein Leben und muss auch planen, wenn du mir dann einfach mal Bescheid geben würdest. Zumindest, was hier noch so gehen könnte, ne? Ob du Zeit hast, ob du keine Zeit hast und, ach, keine Ahnung, ihr wisst das, ne? Ja, und ich habe es aber trotzdem, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe auch hier für dich, hauche dein Leben Träume ein, ja? Dass es eben so toben kann, die ganze Welt drumherum, aber du kannst dir sagen, ja, lebe ich halt gerade mal meinen Traum. Ne? Ich erfülle mir hier was. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich bin zwar nicht so gestresst und genervt wie du. So könntest du das sehen, mein Engel. Weißt du, nimm den Fokus mal auf deine Träume. Das ist ganz gut so. Ja? Und mit dieser Typ, mit dem du es hier zu tun hast, das ist ein König der Stäbe und du bist hier die Herrscherin, mein Engel. Also wundert mich hier nicht, weil ich dich hier wirklich so sehe und das sieht er auch, dass du gewisse Dinge einfach auch mit einer gewissen Reife in die Hand nehmen kannst. Du bist reif. Ja, du entwickelst für dich eine bestimmte Reife mit den Dingen, um dich drumherum auch besser umzugehen. Ich, die Königin der Kelche, hat nur eine Bitte an dich. Wenn du einen bestimmten Traum hast, schau, wie du ihn dir wirklich jetzt verwirklichen kannst. Das wäre wirklich mein, das wäre mein Traum. eigentlich mein Wunsch an dich. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist durch finanzielle Mittel und so weiter. Aber schau mal, was du da machen kannst. Richte den Fokus da einfach mal rein. Und lass ihn machen. Er wird schon hier irgendwann wirklich auf dich zukommen. Aber was willst du machen? Wenn hier jemand mit sich gerade beschäftigt ist, kannst du es einfach erstmal nur akzeptieren. Ja, und ich finde auch, man kann niemanden dafür auch eine Seite. Ja, nicht, dass ihr das macht, aber es gibt da auch schon ein paar Situationen, wo man jemanden dafür verantwortlich macht, weil ich mich jetzt gerade mega alleine fühle und einsam und ich habe nichts zu tun oder mir ist jetzt langweilig. Kannst du jetzt auch nicht dem König oder der Königin hier die Schuld geben, weil dein Leben keinen Inhalt hat. Und das ist das, was ich meine. Gib deinem Leben einen Sinn, einen Inhalt und hauche ihn wirklich Leben, hauche dein Leben wirklich Leben ein. Hier geht es auch darum, das ist halt auch hier die Message, dass du dir deine Träume erfüllen sollst. Dass es hier heute gar nicht in dem Sinne um ihn geht. Und von seiner Seite her geht es heute gar nicht um dich. Das ist auch mal interessant. Ne? Und es ist gerade wirklich eine Situation, die zwischen euch so ein bisschen scheint aus dem Gleichgewicht zu laufen. Aber ihr findet wieder zusammen. Das ist einfach nur von einer kurzen Dauer. So nehme ich das wahr. Ja, naja, klar. Wenn man so falling in love ist und so, irgendwann kommt ja dann doch so der Alltag, wo man ein paar gewisse Entscheidungen treffen muss. Und du weißt jetzt, was du zu tun hast. Und weiterhin bleibst du supergeil. Ne? So. Jetzt möchte ich für euch beide mal noch so eine
Quintessenz, please. Die wollte sich zeigen hier unten. Die drei des Feuers. Guck mal, ihr kommt schon in eure Fülle, in die Stabilität. Das ist jetzt einfach nur ein kleiner Ausflug nochmal zurück von der inneren Stabilität in die Instabilität. Und dann schau einfach mal, wie hole ich mich da wieder zurück oder wie lasse ich mich da gar nicht rausreißen. Ne? Weil so blöd, wie es jetzt klingt, wenn er nicht will, dass du von irgendwelchen Stress weißt, von irgendwelchen Sorgen, dann, so, wer nicht will, der hat. Was willst du dich aufdrängen, mein Hase? Weißt du wie? Zeit für langfristige Pläne, das steht für euch hier auch. Was haben wir hier noch? Es sieht gut aus, aber habe diesmal einfach Geduld. Ja, hier ist, ich mache ja jeden Tag eine Legung hier. Heute ist so ein Tag von, naja, müssen wir jetzt einfach mal durch und dann wird wieder alles gut. Das ist so wie ein kleines Pflaster, was ich dir heute geben kann. Das ist so, wie wenn ich meinem Kind sage, wenn du heiratest, wird alles wieder gut. Ist heute einfach so ein kleines Pflaster, aber ich darf dir auch sagen, oder ich wiederhole es nochmal, lass ihn machen, lass ihn in Ruhe. Er trägt dich in seinem Herzen. Du bist hier die Herrscherin, du hast eine bestimmte Reife, du weißt jetzt, wie du auch damit besser umgehen kannst oder du wirst es jetzt zukünftig besser wissen für dich. Und der kommt schon wieder. Hab nur ein bisschen Geduld. Ja? So. Und darauf schmeiße ich jetzt einfach meine Hardcard. Also eine für ihn und eine für dich. Ne? Eine von ihm for you und eine von dir for him. Was schickt er dir? Oh, guck mal. Eine heilige Vereinigung schickt er dir. Naja, der würde gern diese Verbindung so hüten wie ein Schatz, aber gerade kriegt das halt irgendwie nicht auf die Kette. Er schickt dir eine Umarmung. Was schickst du ihm denn? Bist du pisst oder, oder versöhnlich? Ja, du schickst ihm die Zwillingsseele. Es ist, ich glaube, du schickst ihm Verständnis. Ich weiß, wie es dir geht, könntest du ihm so senden. Und ich weiß genau, wie es dir geht. Es ist so, als ob du Verständnis schickst. Oder eben auch so dieses, ich weiß ja, wie du bist. Als ob du eben in diesem Auge des Hurrikans bist und dich davon gar nicht mehr verunsichern lässt, sondern dir irgendwie insgeheim denkst, ich weiß ja, wie du bist. Ach, was ist das heute für eine Legung, meine Lieben. Ja, auch wieder kurz und bündig heute. Mehr soll es einfach nicht sein. Was will ich mir da noch weiter für eine Pfütze auf die Zunge labern, wenn es die Message ist und wenn es dich hoffentlich auch beruhigt hier. Wir schauen dann morgen einfach noch mal näher rein. Ja, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, aktiviert das Glockenseil. Ey, mit der Stimme immer aktiviert das Glockenseil. So verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.